Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Mickey Mouse, Mickey Mouse Adventure in Numberland. Ja Leute, es wird heute gelernt, nämlich die Zahlen. Das Spiel ist speziell für 3- bis 6-Jährige, also da erwartet uns ein spannendes Abenteuer mit der guten alten Mickey Mouse. Ja, der böse Katakalo hat die Zahlen gestohlen und die Mickey Mouse Donald, keine Panik, ich hole die Zahlen zurück. Gut, schauen wir mal rein. Ich kenne mich ein bisschen aus, mit Lernspielen traue ich mich sagen. Ich habe das gelernt, wie man so etwas macht und werde dementsprechend das hier auch beurteilen. Ich habe auch selbst schon Lernspiele programmiert, wem das vielleicht ein Anliegen ist, ein gutes Lernspiel für genau diese Zielgruppe 3- bis 6-Jährige. Ich werde es unten verlinken. So, da gibt es ein Museum. Da gibt es das Space Center. Gehen wir mal ins gute alte Space Center. Level 1. Okay, jetzt muss ich nur rausfinden, was ich machen muss. Ich kann links und rechts gehen und da ist eine 5 steht hier. Was ist das? Kann ich das einsammeln? Ja, das kann ich einsammeln. Okay. Wieso geht die Mickey Maus so komisch? Und jetzt? Ah ja. Die kann ja wirklich megamäßig hüpfen. Okay, im Weltall kann man super hüpfen. Das ist eine 1. Nein, die 1 ist nicht das Richtige. Wir suchen die 5. Nein, wir suchen die 5. Okay. Ich glaube, ich hab's schon gecheckt. Wir müssen die 5 suchen. Das ist die falsche Nummer. Wir wollen die 5. Was das Einsammeln dieser Punkte bringt? Keine Ahnung. Ist das nur Gimmick oder bringt das auch irgendwas? Ja, unten steht sogar, wir suchen die 5. Da ist ein Tresor. Da können wir durch die Rakete hüpfen. Das ist ja nett. Und da ist Bats! Wir haben die 5 gefunden. Yeah! Das war's jetzt? Nein, das war's noch nicht. Okay, wir müssen noch weiter suchen nach der 5. Ah, da unten ist die 5. Ja, die 5. Oh yeah, die 5. Bist du narrisch? Nein, das reicht immer noch nicht. Wir müssen noch mehr suchen, oder? War's das? War's das? Ah, mit Sprachausgabe, Leute. Huiuiuiuiuiui. Ist am NES nicht selbstverständlich. Okay. Was muss ich jetzt hier aussuchen? Kann ich mir jetzt hier eine Zahl jetzt aussuchen? Einfach nur. Nehmen wir die 9. Okay. 7. 8. Und jetzt? Was? Ich weiß leider nicht, was ich machen soll. Was zum Geist soll ich tun? Kann ich da irgendwie runterwechseln? Nein, kann ich nicht. 999? Warum gefällt ihm das nicht? Ah, es hätte aufsteigend sein müssen. Die Zahlen musste man wohl aufstellen an. Anlegen. Okay, ein bisschen Erklärung wäre jetzt nicht schlecht gewesen, sage ich mal. Ich werde jetzt einmal, bevor ich weiterspiele, mal schauen, wie das Ganze auf schwer ist. Okay, ich sag mal, für 3-Jährige, um mal ein bisschen ein Gefühl für Zahlen zu bekommen, boah, ja, könnte schlimmer sein. Könnte schlimmer sein. Also, einfach nur mal die Zahlen verstehen lernen. Aha, die 3 schaut so aus. Wo ist die 3? Ich sammle die 3 ein. Oh, ist okay. Ich gehe jetzt gleich mal auf Super Advanced. Richtig schwer für richtig große Mathehelden. Ja, Mathe an der Uni fand ich immer heftig. Aber ich glaube, hier bin ich richtig. Numberland Museum Level 1. Collect the Magic Number 7. Okay, ich will den. Ah, jetzt kann ich Kaugummiblasen machen. Aber ich kann die da nicht nach rechts. Okay. Ich muss irgendwie die richtige. Das ist die falsche Nummer.
Ui, da hinten ist ein Bild vom Goofy. Das finde ich nett. Bild vom Goofy, super. Da ist so ein Bonbon wieder oder was auch immer das ist. Noch ein Bonbon. Wenn ich den ins Weg schieße, ist es dann weg? Ja, dann ist es weg. Okay. Nein, ich suche die 7, nicht die 5. Okay, das nimmt er nicht. Macht er da irgendwas? Nein. Das ist nicht die 7. Okay, ja, ist gar nicht so schlecht umgesetzt, finde ich. Also für 6-Jährige, naja. Ich muss denken, 6-Jährige ist schon erste Klasse. Zumindest hier in Österreich. Ja, ist okay. Wobei, ich könnte mir vorstellen, dass da manche 6-Jährige dann vielleicht überfordert sind, aber ist ja auch 3 bis 6. Also, Altersenteilung finde ich mal okay. Auch aus Sicht von 2019. Solche Sachen ändern sich auch manchmal. Was wann gelernt wird und so. Nein, du musst die magische Nummer 7 einsammeln. Sonst gibt's Schimpfer von Sheriff Donald. Okay. Hätte ich noch nicht rausgehen dürfen. Ja, aber auch so von der Bedienung her ist noch recht einfach, glaube ich. Also ich glaube durchaus, dass das auch Jüngere machen können. Weil es gibt jetzt nichts, wo man irgendwie sterben kann oder so. Was ganz nett ist. Also es geht echt nur darum, ganz gemütlich diese Zahl Nummer 5 zu finden. Also Leute, helft mir mit, die Zahl Nummer 5 zu finden. So, da, wo ist die Nummer 5? Wie komme ich da hin? Wir werden einfach alles abgrasen. Ich frage mich, was die Kaugummis bringen. Was bringen diese Kaugummis konkret? Yeah, Magic 7. Gefunden. Nein, das ist nicht die 7, ich weiß. Aber ich habe es schon gefunden. Ich muss jetzt nur zum Ausgang irgendwie kommen. Wo war denn der? War der da unten, der Ausgang? Und kann ich da jetzt nicht weitergehen? Okay, da kann ich nicht weitergehen. Muss ich darauf hüpfen? Da war doch irgendwo der Ausgang. Ja, da war der Ausgang. Aber da habe ich noch irgendwas gesehen. Da war doch... Ah, da war die 1. Okay, die brauchen wir nicht. Raus. Und das Exit ist eine Telefonzelle. Muss gleich mal an Dr. Who denken. That's great, sagte Mickey Mouse. Wunderbar. Und jetzt muss ich machen 6 weniger, was ist 3? Okay, 6. Das ist schon eine anspruchsvolle Aufgabe. So für erste Klasse, ja, klar. Genau das Richtige. Ich glaube, das muss ich mal meinen Jungs zeigen. Also zumindest meinen Kleinen. Vielleicht hat er Spaß damit. Muss ich mal testen. Number City, gehen wir mal nach Number City. Number City. Collect the Magic Number 1. Hier ist alles magisch. Die magischen Zahlen. So da. Wo ist... Hä? Richtig. Und das war's jetzt schon? Habe ich damit die 1 gesammelt und kann rausgehen? Nö, ich muss noch das Exit finden. Jetzt brauche ich von Morpheus noch einen Exit. Morpheus, gib mir einen Exit. Bevor die Agenten kommen. Ja, anderes Spiel, ich weiß. Wie komme ich da jetzt? Ah, das ist der Aufzug. Das ist ein Aufzug. Okay, das habe ich nicht ganz gecheckt. Es war einfach nur Glück, dass ich jetzt raufgedrückt habe. Das Telefon. Das Telefon ist böse. Das Telefon ist böse. Das böse Telefon. Ah, das kann ich mit einer Kaugummiblase zerstören. Kann ich da in die Lade reinschauen irgendwas? Nö. Nein, eigentlich wollte ich die 1 haben. Okay, nein, das habe ich vergeigt. Wie komme ich darauf? Sich mal abputzen muss die Mickey Maus. Sie ist immer so schnell schmutzig. So. Und das Telefon respawn instant. Juhu.
Warum soll es hier besser sein als irgendwelchen anderen NES-Games? Der Respawn-Teufel ist überall. Wieso konnte ich jetzt so heftig jumpen? Nein, das ist nicht die Nummer 1. Nein, nein, das ist die 4, sagt die Mickey Maus. So, dann, wo komme ich hier hin? Da muss ich jetzt rechtzeitig die Nummer 1 erreichen. Ja, bam, Nummer 1. Da oben ist ein Vogel. Wie komme ich darauf? Ein Vogel vorbei. Vogel killt mich weg. Ah, aber ich habe auch eine begrenzte Herzanzahl. Also muss man doch ein bisschen, zumindest auf schwer, muss man dann... Das war jetzt zu spät. Da ist wieder eine 3 zum Finden. Nein, nein, wir brauchen keine 3. Die ist nicht magisch genug. Die 3 ist nicht magisch genug. Suchen Sie bitte die 1. So, wo geht's hier weiter? Vielleicht sollte ich mal eine Playlist mit NES-Lerngames anlegen. Da gibt es ja doch einige Lernspiele am NES. Vielleicht mache ich das mal. Magische 1 wieder gesammelt. Sehr gut. Und rein in den Aufzug. Weiter geht's. Die Steuerung ist ganz gut eigentlich. Ich weiß nicht, warum sie da immer stolpert über solche Sachen, die Mickey Maus. Das finde ich ein bisschen seltsam. Aber okay. Ah ja, jetzt muss ich da wieder warten, bis der magische 1 kommt. Ich warte auf die magische 1. 9, 10, magische 1. Ah, zu früh. Verdammt, ich bin ein schlechter Mathematiker. Ja, also auch so vom Zahlenrahmen passt total. Ich bin erstaunt, wie gut es ist eigentlich. Also nicht vom Spiel her, sondern von... Was bedacht wurde, 1 plus, wie viel ist 7? 1 plus, na, wer weiß es, der schreibt es in die Kommentare. Jawohl, die Nummer 6 ist es. Wer hat's gewusst? Wer hat's gewusst? So, da gibt's hier noch was. Ich bin schon über 10 Minuten. Aber Leute, ich habe ein persönliches Interesse an Lernspielen. Deswegen werde ich mir hier noch die Numbers Factory reinziehen. Also für damalige Zeiten richtig fortschrittlich, dieses Lernspiel, muss man schon sagen. Die Achievements fehlen irgendwie, aber ansonsten... Wow, da habe ich einen Stromschlüssel auf die Schnauze bekommen, auf die Mickey-Schnauze. Aha, Geheim-Level entdeckt. Aber das ist nicht die 2, nein, das ist nicht die 3, ich suche die 3. Was ist das für ein komischer Apparat? Wir wissen das nicht. Kann ich da drauf hüpfen oder sterbe ich da? Nö, das ist einfach gar nichts. Okay, das killt mich. Da ist schon wieder so ein dummes Zahnrad. Das nervt. Okay, gibt es hier noch was zum Holen? Ah, Schraubenschlüssel. Ist gerade getanzt, die Mickey Maus? Oder hat das nur so ausgesehen? Sind da gemacht. Wie Flossdance gerade ausgesehen. Okay. Komm an, ich will die magische 3. 1, 2 und... Oh nein, ich hab's versaut schon wieder. Oh, springen lernen, Robert. Springen lernen. Ja, Rob 64 muss springen lernen. Ah, jetzt habe ich gerade alles weggeballert hier an meinen Kaugummis. Ich möchte jetzt aber noch den Ausgang finden. Das wäre mir jetzt schon noch ein Anliegen. Aha, ist da jetzt irgendwas? Aha, was ist da? Warum hüpfe ich da? Auto-Jump ist hier on irgendwie? Kein. Ah, zu früh. Habe ich überhaupt schon eins richtig gemacht? Ich fluchte irgendwie nicht. Da fliegen die Schraubenschlüssel. Schon wieder. So. Da oben kann man was holen und da runter rutschen. Da gibt es sogar eigenes Rutschgeräusch, bitte. Magic Number 3. Sehr gut. Und ab in die Telefonzelle. Gibt es jetzt noch ein Abschlussspiel? Sehr gut. Das ist sozusagen das Bonus-Level, ist die eigentliche Rechnung, die man lösen muss.
Wobei, ich glaube, die Rechnung kommt nur, wenn man es auf schwer spielt. Aha. 7 plus 3. 7 plus 3, Leute. 7 plus 3, das ist hier die Frage. Und ich sage euch gleich, welche Antwort richtig ist. Jawohl, die 10. Ihr habt es bestimmt gewusst. Ja, okay, das war Mickey's Adventure in Numberland. Ist ganz okay. Also macht genau das, was es soll. Ist vom Zahlenraum her genau für die Zielgruppe 3 bis 6 Jahre. Passt total. Es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Die Steuerung ist okay. Das Mickey Mouse Setting, ja, wer es mag, warum nicht? Ja, kann man auch 2019 noch seinen Kindern geben zum Lernen. Ja. Ich bin begeistert. Ja, ich hätte es nicht erwartet. Gut, Leute, das war's. Wenn ihr noch mehr interessante NES-Games sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir da einen Daumen hoch, dann freue ich mich. Und Kommentare natürlich, Kommentare, das ist immer das Beste. Schreibt mir etwas über Lernspiele am NES und lasst uns da ein bisschen diskutieren. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.